Yo Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Fortnite Shop Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt's wirklich wieder sehr komische Dinge. Erstmal zeige ich euch einen ganz komischen Shopfehler heute. Und zwar, seht ihr schon, heute ist das Cartoon Muskelkater Paket wieder drin. Und irgendwie ist der Shop heute immer noch sehr verbuggt. Ihr seht schon hier, was ist da bitte los? Irgendwie sind die Sachen heute alle ein bisschen merkwürdig schief. Okay, also das muss Fortnite auf jeden Fall noch beheben. Also heute ist irgendwie alles ein bisschen komisch, ja. Also irgendwie scheint die Ansicht ein bisschen verbuggt zu sein. Je öfter man auch da durchgeht, desto merkwürdiger ist auch der Winkel von den Sachen. Also ich glaube, da hat irgendwie Epic Games was Kleines verkackt. Auf jeden Fall ist das gesamte Paket wieder drin vom Cartoon Muskelkater. Die Hacke ist ganz cool und auch vor allen Dingen der Emote, den ich jetzt... Hallo? Jetzt wird der Emote gar nicht mehr abgespielt, okay. Auf jeden Fall, der Emote ist ziemlich geil. Der ist Fortbewegung und synchron, da werden die Leute so rangehangen. Genau, das ist wieder drin. Dann haben wir... Och nein, wie schrecklich. Wie schrecklich ist das denn? What the fuck? Haben wir die Isabelle wieder drin, die auch einen Emote hat. Da verwandelt die sich so in diesen zweiten Style. Oh, hier geht's. Hier kann man es normal zeigen. Okay. Da verwandelt die sich so. Dann haben wir die Hacke. Die ist wieder ganz normal, okay. Die freche Wurst ist auch normal. Genau. Warte, da haben wir da alle Sachen drin, genau. Und wir haben... Oh, jetzt geht's wieder. Oh, nice. Okay, und die Hacke haben wir auch da drin. Und die hat sogar einen Trail. Aber der Trail ist, glaube ich, nur dabei, wenn man das Paket kauft, ne? Dann ist dieser Trail hier dabei für 1,6. Da spart man dann 700 V-Bucks und bekommt halt diesen Trail dazu. Den kann man hier irgendwie nicht einzeln kaufen, genau. Dann haben wir die Schattenagentin auch wieder drin für 1500 V-Bucks. Die ist ganz cool. Hat sogar einen neuen Style bekommen. Den seht ihr hier in der Übersicht. So einen weißen Style. Astra auch fresher Skin. Ja, sehr, sehr beliebter Skin sogar. Dann haben wir den Umblättern-Emote für 200 V-Bucks. Ein ziemlich lamer Emote. Ja, man kann zwar sich fortbewegen, aber... ist jetzt nicht so spannend. Dann haben wir heute einen neuen Emote drin. Ich habe ihn mir gerade schon gekauft. Und zwar ist das der Flachwitz. Ich finde ihn sehr nice. Ich finde ihn sehr cool. Guter Taunt-Emote, wenn man Gegner killt. Kann man nochmal hier diesen Emote machen. Ja, finde ich nice. Für 200 V-Bucks absolut gute Empfehlung. Los ist deutlich schwächer. Kostet genauso viel. Und da finde ich den neuen, diesen Flachwitz hier deutlich besser. Der copyrighted Emote hier leider... Da können wir es wieder nicht abspielen. Immer schade, wenn die copyrighted sind. Es gibt viel zu viele copyrighted Emotes inzwischen. Ja, genau. Das ist erstmal der obere Teil vom Shop. Jinx-Paket ist noch drin. Superhelden. Pakete, alles wie gehabt. Und wie gesagt, heute irgendwie ein bisschen komisch, die Pakete. Oh, jetzt ist es wieder normal. Nee. Okay, jetzt ist es wieder verbuggt. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das ist so weird. Auf jeden Fall wird es bestimmt morgen gefixt sein. Ja. Das war dann erstmal der komische Shop von heute. Wenn ihr auch morgen meine Meinung da sehen wollt, dann einfach hier einen kurzen Abo da lassen. Und ihr könnt auch gerne dem Video einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr mich außerdem noch supporten wollt, könnt ihr natürlich gerne einmal den ersten Link unten in der Videobeschreibung anklicken. Also diesen ins.click/snoxlink ganz oben in der Beschreibung. Da würdet ihr mich mega krass unterstützen. Vielen Dank an alle Ehrensupporter, die da jeden Tag einmal draufklicken. Da kommt ihr zu Hightech, meinem PC-Shop-Partner. Und ja, die tracken quasi, wie viele Leute da jeden Tag einmal kurz draufklicken. Also vielen Dank an alle, die mich da jeden Tag unterstützen. Kuss an euch. Und dann, ja, würde ich sagen, wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Wir hören uns natürlich nachher wieder auf Twitch. Und dann haut rein und bis nachher. Tschüss.